Jump, jump. So. Ist das? Ist das etwa das Portal zum Twilight? Nein. Oh, das war nicht gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City mit dem Media. Hi. Seftech Ages Modpack. Servus. Dem auch, ja. Hi. Ja. Hi Seftech. Hi Verona. Hi Zuschauer. Hi. So, du hast mal wieder ein paar Achievements gemacht. Ja, lecker. Wichtigste wahrscheinlich hier hinten dran ein Lavatank, damit wir auch Eisen schmelzen können. Ich habe noch die neuen Erze gefunden, gesucht, ein paar mitgebracht. Also Eisen, Gold, Lapis und von Astral Sorcery die Rock Crystals, damit man da ein bisschen was machen kann. Ich habe von dem Gold die Hälfte mal hier in Castings gemacht, damit wir direkt loslegen können. Na, da ist glaube ich sogar noch was drin. Oh, das ist sogar noch Kupfer drin. Können wir doch gleich mal hier braten. Kommt natürlich automatisch hier unten gleich an, weil da ein Hopper drunter ist. Ja, den habe ich auch noch reingemacht. Wenn man hier schon Ingots gießt, dann ist es ein bisschen nervig, wenn man die immer wegklicken. Und, ja. So. Und du hast eben auch schon die Castings für die diversen anderen Sachen gemacht. Und deshalb ist meine Aufgabe jetzt erstmal, uns ein paar Bronzewerkzeuge herzustellen. Ja. Du kannst, wie gesagt, auch, wo du mich eben darauf hingewiesen hast, was ich vollkommen übersehen hatte. Es gibt tatsächlich die Iron Tool Forge, die können wir schon machen. Wir haben auch tatsächlich genug Eisen. Dann können wir auch die großen Werkzeuge machen. Yay! Ja. Tool Forge. Seared Bricks braucht man dafür. Ja. Im schlimmsten Fall kannst du ja hier oben die von der Schmelze nehmen. Die sind ja noch nicht in Benutzung quasi. Stimmt, aber ich habe zu. Nee, ich hab genug dabei. Ich habe hier 12 Stück und da kriegt man 3 Stück raus, das passt. Wir haben die Iron Blocks und die Tool Station. Da haue ich das gleich mal hier hin. Weil ist ja natürlich viel besser, wenn wir gleich die effektiveren Werkzeuge haben. Tool Forge. Zack. Und aber wir brauchen eben noch Kupfer. Bronze. Kupfer habe ich soweit alles geschmolzen, das haue ich hier noch mit rein. Dann können wir eben hier Bronze-Ingots draus machen. Ja, da waren auch noch welche. Ich glaube, wir brauchen alles Bronze, was wir nur kriegen können. Ja, wenn wir für uns alle Werkzeuge machen. Nee, wir haben ein Problem, glaube ich. Ah, doch, geht. Wir können ja hier 3 reinmachen und dann müssen wir die rausmachen und dann müssen wir wieder. Oh Gott, das wird sehr aufwendig. Okay, wir brauchen aber. Wahrscheinlich hast du das noch nicht gemacht. Die großen Elemente für die Werkzeuge hast du eben noch nicht. Casting. Nein. Ich dachte, wir hätten noch keine Toolforge zur Verfügung. Die habe ich, wie gesagt, übersehen. Das Tough Binding Case brauchen wir. Cast. Welches war das hier? Ich glaube, die hölzernen hatte ich die nicht auch. Guck mal in der Kiste, ob da nicht schon die... Stimmt. Stone Tough Tool Rod. Ja, das heißt, was brauchst du noch Gold zu schmelzen, haben wir ja, und dann kannst du es gießen, dann sind die Sachen direkt verfügbar. Jo, das machen wir doch gleich. Jetzt habe ich nur eine Frage. Kann ich da einen Block oben reinlegen? Das funktioniert sollte nicht. Gehen. Ja? Ansonsten musst du hämmern und doch als Waren reinlegen. Capacity ist 16 Ingots. Dann kann ich da einen Block auch reinlegen. So, wir müssen nämlich erst die Casts hier machen, dass man dann überhaupt wir müssen einen Negativabdruck machen, damit wir eine positive Form haben, glaube ich. So, aber ich glaube, ich brauche noch mehr Gold, oder? Ich nehme hier mal noch ein bisschen was mit. Wir können mal gucken, was wir da überhaupt brauchen. Ne, sehen wir gar nicht. Doch. Cast. Material Costs. 3. Dann brauchen wir das. Das sind nochmal 6. Brauchen wir das hier, glaube ich.
Oh, ich glaube, wir brauchen unbedingt noch Kupfer, damit wir Bronze machen können. Wir haben nur 35 Bronze. Dann müssen wir wieder welche holen. Kupfer ist glücklicherweise massenweise vorhanden. So, das. Ich behalte es mal im Inventar, weil das brauchen wir ja dann gleich nochmal. Gut, ich muss jetzt eh auf die Nacht warten, dann kann ich gerade mal in die Kupfermine gehen, bisschen was mitbringen. Dann den Excavator-Head noch. Und ich glaube, noch drei Ingots sind drin. Das reicht sogar. Also für ein Set müsste es auf jeden Fall reichen. Ja, das reicht. Achso, du meinst für eine Werkzeug-Set? Ja, wenn du für dich ein Werkzeugset machst, sollte die Bronze reichen. Wenn wir mehr wollen, müssen wir halt wieder welche holen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache hier mal Bronzeblöcke, was gar nicht geht. Muss man in die Presse hauen, oder? Mehr wir? Ja, bitte. Bronzeblöcke kann man nur in der Presse machen, oder? Bronze solltest du auch in der Schmelze eigentlich gießen können. Blöcke, mein. Ach so, Blöcke. Ja klar, ich könnte hier einen Block machen, aber dann ist er sowieso egal. Dann habe ich es ja schon in der Schmelze drin. Ich habe jetzt gesehen, es fehlt noch das Tough Tool Rod Winding. Tough Tool Rod. Moment, müssen wir aus Stein machen. Stone Tough Tool Rod. Dann müssen wir das hier reinlegen. Nein, wir hatten es doch. Naja, egal. Ich habe gedacht, du hättest es nicht gemacht. So. Wenn wir da jetzt Gold reinmachen, dann reicht es nicht. Wir haben nämlich geschaut, Bronze ist im Moment das Beste, was wir machen können. Es ist ein bisschen schneller als Eisen, ja. Ah, Moment, die Saplings kann ich auch verbrennen. Oak Saplings haben wir nämlich, glaube ich, 5 oder 6 Stacks, das reicht üppig. So, jetzt müssen wir das Gold nach unten bringen gleich. Nein. Oh, der kann nur eine Sorte von Zeug aufnehmen. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Dachte, das war klar. Nein. Ich dachte, das ist. Das ist ja kein Tinkerschmelz in dem Sinne, das ist ja nur dieser komische Sonderschmelzer und der kann halt weder Legierungen machen noch andere Metalle Das hast du mir gleichzeitig. nicht gesagt. Gut, dann müssen wir doch hier einen Block jetzt draus machen. Nothalber. Oh, Eisenblock haben wir noch. Aber wir können eigentlich schon mal anfangen. Wir brauchen zwei von diesen. Muss man gerade gucken. Für eine Axt, Lumber-Axt brauchen wir. Aber wir brauchen viele. Ich würde mal sagen, ich mache ein Set von allem. Also ein Set. Axt, Excavator und Hammer. Und die müssen wir halt jetzt uns am Anfang mal teilen. Ja. Weil, solange wir die Ressourcen noch nicht haben. Das heißt, ich Ich brauche. hol gerade nochmal massenweise Kupfer, also. Ich brauche drei Rods. Jeweils ein Kopf. Zwei Bindings. Und eins, zwei, drei, vier. Von den Creeper-Köpfen. Large Plate. Davon gibt es, glaube ich, bloß das. Okay.
Willkommen Bock. Back zum Regen. Ach ja, stimmt. So, Kupfer haben wir jetzt alles eins der geschmolzen. Bronze haben wir jetzt auch schon. Den Hammerkopf habe ich jetzt schon gemacht. Den habe ich verpeilt, dass ich euch nicht dazu genommen habe. Und jetzt bauen wir noch 4 von den Large Plate Castings. Da wird es dann wahrscheinlich auch gleich wieder leer hier. Außerdem hat unser Ofen gar nicht mehr so viel Millibuckets. Das stimmt zwar nicht hier, da ist ein Anzeigenfehler. Gerade waren noch 600 Millibuckets Lava drin. Und er zeigt irgendwie immer 50 an. Schauen wir mal. So, was habe ich da jetzt? Oh ja, da habe ich schon eins gekriegt. Noch 3. Dann wird es abbauen endlich mal ein bisschen schneller. Oh ja. Ich habe jetzt gerade eine Pickaxe, die hat eine Geschwindigkeit von 5.0. Mit einer Bronzespitzaxe Pickaxe hast du, glaube ich, 6.5. Also, solange du jetzt nicht mit einer 3.0er rumgerannt bist, wird sich da nicht so viel ändern. Ja, 6.0 hat die Bronze. Aber nee, du hast gesagt, ich soll eigentlich... Soll ich die komplett aus Bronze machen? Musst du nicht. Also, der Spitzkopf muss aus Bronze sein. Der Rest kann auch ein Enderman. Der Rest kann aus, der kann Holzstiel sein mit einem Papierbinding. Das ist vollkommen irrelevant. Ja, aber die haben ja verschiedene Eigenschaften, deshalb frage ich. Das kannst du machen, wie du willst. Also du kannst einen Steingriff nehmen oder einen Holzgriff. Musst du halt im schlimmsten Fall einfach mal beim im Buch nachschauen, Materials and You, und dir anschauen, was die für verschiedene Eigenschaften haben und dann das raussuchen, was du gerne hättest, was dir am sinnvollsten erscheint. Nee, oder? Mir fehlt jetzt noch ein Kupfer, Bronze. Ich glaube, wenn du einen Griff aus Kupfer nimmst, oder war es Spitzhacke aus Kupfer, der Kopf aus Kupfer, dann bekommst du, wenn du irgendwelche Sachen aberntest, bekommst du XP bei. Bronze ist halt am schnellsten. Well established. Modifier 1,5. Extra Durability 100. Und sehe. Modifier 1,1. Ja, okay, aber ich sag mal, der Hammerkopf, der hat einen Mining Speed von 6,8. Aber wieso wird es dann wieder weniger als fertig? Ach so, das ist das Falsche. Das sind die normalen Pickle Tweaks. Das ist wahrscheinlich was anderes. Aber das werden wir gleich sehen. Fertig. Die letzte Large Plate. Dann kann ich anfangen, das Zeug zusammen zu kloppen. Jo, los geht's. So, wir machen erst den Hammer. Ups, nicht alle gleich auf einmal. Da brauchen wir dieses Binding und den Kopf. The Hammer. Hammer time. Oh yeah. Oh yeah. Mining Speed 2,72. Für den Hammer, ja. Der macht ja 3x3. Okay, nicht, dass das jetzt hier mich verarscht. Ja, nee, Hammer hat immer eine langsamere Zeit als der... als eine Spitzhacke. Shovel. Eigentlich müsste ich es ja Excavator nennen, gell? Ja. Der Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Wollte ich nicht. Der X. Wenn ich auf X gehe, dann macht er irgendwie komische Sachen. Mal ganz davon. Na, eh. Wie kriege ich jetzt hier einen X hin? Der geht dann in Enchantment Level. Dann muss ich doch die Shovel schreiben. Bisschen fake. Dann hast du eine Überbelegung. Ja, sieht ganz so aus. Okay. Ah, wegen dem Regen ist, ich kenne Sternenhimmel nicht. Nein.
So, ich habe den Star Metal Ore. Muss ich jetzt noch schmelzen, dann haben wir ein Star Metal Ingot. Ja, und ich habe jetzt. Damn, noch eine Lumber-X. Der X. Nein, X geht ja nicht. Wie mache ich denn das? Der Lumber. Der Lumber. Gut, wir haben ein mega geile Werkzeug jetzt. Hoffe ich mal. Ja. Eine Axt, ein Excavator und eine Lumber-X. Nicey dicey. Warte mal, ich geh mal kurz hier. Achso, nee, du brauchst die Nacht, gell? Nein. Solange es regnet, ist irrelevant. Dann kann ich nämlich die Nacht beenden. Und den Sonnenschein zum Tage erwecken. Hokus pokus, simsalabum. Gut, jetzt werde ich gleich mal hier ausprobieren, weil ich wollte eigentlich. Die ganze Chose habe ich nur gemacht, weil ich schneller Holz farmen wollte. So viel Arbeit machen, um sich Arbeit zu sparen. Ja, die Zeit relativiert das natürlich wieder. Natürlich. Dum, 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 dum. Ja. Und dann gucken wir mal, dann müsste es nämlich ruckzuck gehen. Ah, ein Baum mit einem Block abgebaut. Sehr schön. Jetzt kommen wir mal richtig schnell an Ressourcen. Da. Da. Ha. So macht's Spaß. Schreit er's auch noch. Was, verschreien? Warum? Wie schreist du es gerade mal? Ach so. Es sind ja 10 Welten Unterschied. Brauchst du nicht mehr den Baum zu kraxeln, den Riesen, um da zu gucken, wo nee, ist jetzt das Holz? Gar nicht. Einfach unten drauf kloppen und dann ist gut. Okay, funktioniert aber nicht ganz. Wenn kleine Lags da sind, dann funktioniert es nicht. Ist noch ein bisschen was stehen geblieben. So, was wir auch noch machen werden, ist dies. Wir werden ein neues Sägewerk sozusagen errichten. Das heißt, ich habe ja nach einer Aufgabe gesucht für das runde Haus, was ich gebaut habe. Und da werden wir das neue Sägewerk reinbauen. Oder? Können wir gerne machen. Und zwar mit wasserbetriebenen Rädern. Also, so, richtig, automatisch. Alles, was wir jetzt quasi hinten... Können wir jetzt eigentlich diese Blöcke machen? Du hast ja gesagt, du brauchst einen Blockbreaker oder irgendwie sowas. Ne, Blockblazer. Blockblazer? Nee. Doch, ich meine, dass der, weißt du noch, für das Sägewerk, dass der Block automatisch platziert wird? Das war ein Beispiel, das ich hier genannt hatte, wofür man diesen Turntable nutzen kann. Da war was, aber einen Block Placer brauchen wir jetzt im Moment gerade nicht. Doch, für das Sägewerk, dass da immer da einen Holzblock hinpflanzt und die Säge das dann wegsägt. Ach so, meinst du das? Ja. Sonst musst du da ja immer dastehen und das Holz drauflegen. Ja, aber momentan gibt es noch keine Placer. Menu. Später, drittes Zeitalter. wenn du jetzt mal noch kurz zur Mine kommst, zur neuen Mühle kommst. Ja. Zur neuen Mühle. Ja, zu deiner neuen Holzmühle, Sägewerk. Moment, ich sammle hier gerade noch die Saplings auf und pflanze nochmal Bäume. Wir haben, mega viel. Wir haben jetzt mal kurz 3 Stacks Dark Oak gesammelt. Hä? Ich muss hier gerade noch anpflanzen.
dass wir nächstes Mal auch schon wieder was haben. So. Und Olivenholz habe ich auch gesammelt. Ich weiß zwar nicht, wofür man das brauchen, aber ich habe es mal getan. Ich war schwer davon aus, dass du mit dem Holz bauen kannst. Ja, und du kriegst auch Oliven raus. Ja, die waren, glaube ich, bis jetzt noch nicht sinnvoll. Aber ich mag es nicht ändern. Man kann sie essen. Ja, Oliven. Ich bin kein Fan von, aber natürlich möglich. Ah, genau, Almaniac. Almaniac. So ein Buch kann man daraus machen. Almanach, oder? Almanac. Ein Almanach, ja. Almanach. Ja, was ist das? Ein Almanach ist eine Art Lexikon-Nachschlagewerk. Halt wahrscheinlich das Buch von diesem Rustic-Mod. Das Manual. Okay. Oh, ich hab's gleich, ich bin gleich da. Ja, ja. Ist da noch raus, das da raus. Muss doch immer Ordnung halten. Ja, ja. Weil es sonst keiner tut. Oliven raus. Ganz, ganz besonders nicht mehr Küster. Ja. Eigentlich sollte man den aus dem Projekt verbannen. Naja, diese Unordnung hier. Husch, kicken. Hopp. Kicken wegen Krankheit und Unordnung. Auf jeden Fall. Was ich auch tun kann, ist das andere Werkzeug. Ne, das Werkzeug behalte ich mal. Ich komme jetzt zu dir. Dann müssen wir hier noch irgendwo... Ah, das machen wir dann in unser Haupthaus wahrscheinlich rein. So ein paar Tool-Racks, damit wir die Tools auch richtig aufhängen können. Ich sehe da was Goldenes. Das ist nicht wahr, oder? Ah, ne, das war nur... Jump, jump! So. Ist das? Ist das etwa? Das Portal zum Twilight. Nein! Oh, das war nicht gut. Ich bin der Erste. Verdammt. Du wolltest ja unbedingt im Wasserpool stehen. Whisking you of the Twilight Forest. Ja, toll. Oh, jetzt. Ich wollte schon sagen, jetzt ist es abgeschmiert. Nee, das muss jetzt erstmal generiert werden. Wobei die anderen waren natürlich auch alles schon im Twilight Forest. Ich bin da. Whisking you off the Twilight Forest. Dum, 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 dum. Ui. Da ist ein Haus, da ist ein Haus. Aber direkt mal ein bisschen hell hier in der Umgebung. Da ist aber nichts mehr drin. Hä, was machst du? Mach Licht. Ach, du machst wieder deine roten, deine Dinger hier. Ja. Blood Magic. Ach so, ich mach die kaputt. Nein. Doch, hab Licht, ich. Lichtquelle. Oder willst du hier gefressen werden? Ach komm, so schlimm sind die Zombies nicht. Hoffe ich. Ich glaube, Zombies gibt es hier im Twilight Forest eher nicht. Oder wobei, ne? Ah, hier wäre ein Spawner drin gewesen im Normalfall. Von sogar ziemlich unangenehmes Vieh, aber. Andesit. So, und was tun wir jetzt hier in der nächsten Folge? Prinzipiell bräuchten wir erstmal eine Karte. Da müssen wir ein paar Raben für die... Ich sehe einen Rabe. Achtung, warte. Nein, nein, bleib hier. Eine Feder. Ravenfeder. Ich glaube, da brauchen wir noch ein oder zwei von. Ich muss mal ins Rezept gucken. Und dann können wir uns da eine Karte draus machen. Und dann kriegen wir eine Twilight-Karte. Und dann können wir hier im Twilight navigieren. Und dann müssen wir uns halt... den Twilight Forest, wie es geplant ist, der Reihe nach erschließen. Okay. Der Reihe nach erschließen heißt, wir kriegen hier dann auch immer mehr Items dazu. Ja, also ist je nachdem, was wir machen wollen, also die, wenn man mal in die Achievements reinguckt, wenn wir weiter fortschreiten wollen Richtung Age 3, müssen wir unten in Urgas Tower und da entsprechend den Pisten finden. Okay. Bis mal zum Urgas Tower kommen, gehst du oben, ist nämlich jetzt noch ein Tab Twilight Forest und da sehen wir dann eine weitere Achievement Progress. Da müssen wir uns entlanghangeln. Zuerst halt über Federn,
Karte. Und dann glaube ich Naga, also diese Schlange müssen wir zuerst und dann können wir den Urgast, oder dann schon der Urgast dran, ich weiß es nicht. Okay. Was ich hier jetzt gerade gesehen habe, ist hier Training with Coal. Craft a Coal Engine. Ja. Du hast was gesagt, dass wir hier auch so Luftschiffe haben werden. Ja. Haben wir hier dann auch Autos? Das weiß ich nicht. Das wäre ja cool. Das weiß ich nicht. So, ich möchte jetzt, dass du mal kurz hier reinspringst. Ich brauche nämlich noch ein Thumbnail. Ein Thumbnail? Okay. Mit der Feder in der Hand. 3, 2, 1. Geronimo! Das war unklug. Du bist einfach durchgefallen. Ah ja. Ich dachte... Was habe ich denn hier für Musik? Was soll das? Dass man da wenigstens so... ein bisschen was sieht, aber ich habe auch nichts gesehen. Also anderen, von dem her muss ich mir wohl was anderes für ein Twilight, fürs Thumbnail überlegen. Aber Ja, wir sind bei den anderen rausgekommen. Die haben hier ihr eigenes Twilight-Portal. Oh, die waren ja. Aber das ist. Ne, hallo? 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 Oh mein Gott. Meinst du das hier? Das hier? Ist ja fast ganz. Hä, bin ich jetzt... Ach nee, schneller bin ich jetzt geworden. Du. I'm the king. Ja, gut. Ich hab's immer noch nicht geschafft, wie mir gerade einfällt, den Spawn zu platzieren, beziehungsweise zu bauen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal. Was willst du denn da machen? Eigentlich habe ich mir überlegt, so einen Marktplatz oder sowas hinzusetzen. Und den halt so weit auszubauen, wie der die Spawn Protection ist. Oh. So ein bisschen hübscher zu gestalten einfach. Das sollte ich irgendwann mal noch tun. Aber unsere Stadt wächst auch so. Wenn auch nicht mehr so aktiv wie vor 2, 3 Wochen. Aber wir wachsen trotzdem noch. Oh. Und ich möchte hiermit auch aufrufen... Wer möchte und wer die Folge jetzt so lange angeschaut hat, kann sich einfach mal bewerben auf dem Discord. Den Channel schreibe ich euch in die Beschreibung unten rein. Und dann könnt ihr euch dort bewerben bzw. melden und dann seid ihr vielleicht die Nächsten, die hier mitspielen. Wer so lange durchgehalten hat. Genau. Wer sich 30 Minuten unsere Sachen angeschaut hat, der kann auch sich bewerben. Ich bedanke mich bei Mavier, dass er dabei war. Euch dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Der guckt da in die Sterne. Ja. Tschüss. Bye.